Für AutorInnen von wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die in Web of Science gelistet sind, wurden automatisch AutorInnenprofile, sogenannte Web of Science Researcher IDs, erzeugt. Diese sind über die Suchoberfläche auffindbar. Wenn die Profile noch nicht von den AutorInnen persönlich beansprucht wurden, sind sie als automatisch generierte Records gekennzeichnet. Im ersten Schritt sollten wir immer überprüfen, welche automatisch erzeugten Profile ebenfalls zur gleichen Person gehören. Die Verschmelzung der Profile wird bei Web of Science beantragt, indem die einzelnen Profile ausgewählt werden und über Merge Records der Prozess angestoßen wird. Im nachfolgenden Dialog können wir prüfen, ob einzelne Publikationen aus dem zusammengeführten Profil entfernt werden sollten. Auch hier gibt es häufig Fehler in den Algorithmen. Die Zusammenfassung zeigt an, welche Prozessschritte bei Web of Science beantragt werden. Wenn wir den Merge für eine andere Person durchführen, können wir das ebenfalls im Dialog vermerken. Nach der Beantragung des Merges erhalten wir eine Bestätigung per E-Mail und auch eine Nachricht, sobald der Merge abgeschlossen ist. In einem letzten Schritt können wir das Profil beanspruchen über Claim My Record. Danach verfügen wir über die Rechte, das Profil zu bearbeiten.